Wir spielen eine Runde Sabotage in den Carbonit-Gefrierkammern. So, und wir müssen die Rebellen... Die Rebellenallianz wollen unsere Tibana-Gasgeneratoren zerstören. Los. Tankt sie ab! So, die Map mag ich eigentlich gar nicht. Also ich finde sie vom Design her, finde ich sie klasse. Dass man... Aber zum Spielen ist die einfach... eine Katastrophe, weil man eigentlich nichts findet. Weil man sich dauernd verläuft... Deaktiviert diesen Sprengsatz! Ja, man muss in die andere Richtung rennen. So, wir sind gerannt und gerannt. Überall hat es rot geleuchtet, aber wir haben noch niemanden gesehen. Und wenn es irgendwo leuchtet, dann findet man nicht hin. So. Ihr kriegt erstmal eine Gasgranate da oben. Das war so nicht geplant. Ich bin natürlich mal wieder hängen geblieben. Oh, beim Zurückgehen. Haltet nach Rebellenausschau. Oh, wohin? Das ist das, was ich meine. Die Rebellen haben einen Generator zerstört. Sie dürfen keine zweiten erreichen. So, als Shadow Trooper müsste das doch klasse sein, wenn man schwer zu sehen ist. Und ich habe ihn noch nicht mal gekriegt. Ich habe ihn noch nicht mal gekriegt. So, jetzt ist die Frage, wie kommt man wieder dahin, wo es leuchtet? Von hinten erschossen. Wie im Wilden Westen. Neutralisiert diesen Sprengsatz! Von Lando. Und er hat noch 18% gehabt. Könnt ihr ihn nicht mal vorher kalt machen? Rebellen vor Ort! Entschärft diesen Sprengsatz! So, verteidigen. Am anderen machen sie rum. Aber was machen wir jetzt? Wo ist denn der Jedi? Haben die drei Helden? Ich sehe drei Punkte auf der Karte. Ah, da ist die Locke, das Milchbrötchen. Zurück und schützt den Tibana-Gasgenerator. So, durch den Nebel. Der Rebellenabschaum hat einen Generator gesprengt. Verliert nicht noch einen. Fünf Leute schießen drauf. Von Luke getötet, das ist die Höchststrafe immer. Da lang, da lang, da leuchtet's. Aber da müssen wir in die andere Richtung. Oh, von und von hinten wieder, vom Jägermeister. Ganz prima. Der Countdown des Rebellensprengsatzes läuft. Entschärft ihn! Ich würde ja gerne, wenn ich es finden würde. So, ein bisschen Gift. Was habe ich denn? 500 Punkte habe ich jetzt. Was waren das? 4 Assists? Durch den Deoxys-Schaden. Also dafür ist die Deoxys-Granate ja wirklich gut. Also... Sie sind uns zahlenmäßig
Ach, jetzt müssen wir alle... Geht doch mal weiter hier, Freund. Wir wollen doch alle sterben. Genau so. Lass die Rebellen nicht entkommen. Haben wir nicht vor. Ach, die haben schon alle drei wieder. Ach. Wir sind in der Unterzahl. Passt auf euch auf. Wo kommt man denn hier wieder hoch? Da kommen sie auch noch um die Ecke geschlichen. Mensch, ich hab's doch eh schon so schwer, das zu finden. Feind in Sicht. Aufpassen, Rebellen! Dioxischaden, der ist immer gut. Komm! Mann, immer bis kurz vor Schluss und dann erwischen sie dich. Da steht der da hinten, link, ganz link hinter der Ecke. Aber jetzt ist Dengar da. Scheiße, geschützt! Oh, ich hab's noch gesagt. Erledigt die Rebellen, bevor sie entkommen! So, wen kann ich spielen? Ich spiele Vader. Jetzt fehlt dir die Macht der dunklen Seite. So, geh mal vor, zeig mir den Weg. Ihr habt euch für dieses Los entschieden. Und Vader kommt noch nicht mal hoch. Hier ist doch der Punkt. Komm, Leia. Oh, ich hätte... Da kommt Han auch noch von hinten. Die Allianz will ihren Exfiltrationspunkt erreichen. Schaltet sie aus. Mann, Mann, Mann. Also die Map so schön, wie sie auch ist, weißt du? Ach, scheiße, jetzt hätte ich auch... Team der Rebellen ist unterwegs zu seinem Exfiltrationspunkt. Ausschalten. Einen anderen spielen können. Wie komme ich denn? Haltet die Augen nach Rebellen offen! Habe ich gemacht. Oh, Palpatine ist auch noch da. Dass die immer treffen, das ist zum Kotzen. Das Einsatzteam der Rebellen erreicht bald den Exfiltrationspunkt. Schaltet sie sofort aus! Eine Minute noch. Los, Sturmtruppen. Ey, geh weg, ich muss aus dem Gift raus. Oh, hier geht's zu. Oh, noch 20 Sekunden. Das, oh, schaffen wir das noch?
Eine Niederlage. Naja, so war es ganz cool, aber ich mag die Map zum Spielen echt nicht. Erster auch noch. 26 Kills, 14 Verluste. Wobei, das sind ja die Assists mit dabei, glaube ich. Sehen wir gleich, wie viel sind. Der Jägermeister ist der Erste. 17.700 Punkte. Übrigens ist Doppel-XP-Wochenende und dafür gibt es dann 10.000 Punkte pro Match, pro Niederlage. Gut, das war eine Runde Sabotage in den Carbonit-Gefrierkammern. Siehst du, da sind es 15 Kills. Gut, alles klar. Wir sehen uns beim nächsten Mal in Bespin. Bis dahin sage ich Servus und macht's gut.